Hallo und herzlich willkommen, hier ist Bea von gamers-palace.de und heute habe ich ein Spiel mit dabei, das mir sehr am Herzen liegt, weil ich die Reihe einfach unheimlich liebe, und zwar ist es Holy Potatoes, I'm a Hero. Das ist der neueste Eintrag in der Holy Potatoes Reihe, die von den Daylight Studios gemacht wird. Vielleicht kennt ihr es schon aus Holy Potatoes, I'm in Nevere in Space oder Holy Potatoes, a Rapid Shop. Gibt es auf so ziemlich jeder Plattform mittlerweile, und das ist jetzt Holy Potatoes, I'm a Hero. Ich habe direkt keine Ahnung, worum es geht. Das habe ich meistens nie bei den Holy Potatoes Spielen. Ich habe hier die Demo vor mir, die im Zuge des Steam Game Festival Summer Edition zur Verfügung stand. Und die spiele ich einfach mit euch durch. Am Ende gibt es nochmal ein Fazit. Und ihr könnt das Ganze dann natürlich auch schriftlich lesen auf www.gamers-palace.de. Das heißt, ich wünsche uns jetzt viel Spaß. Murphy redet schon mal. Und genau. Er scheint offensichtlich den Ort zu besuchen, wo er die Welt gerettet hat. Aber wo ist jeder und warum sieht dieser Ort so verlassen aus? Ey, du! Wo hast du die Tasche her? Sie sieht so... Ach egal, vergiss es einfach. Sie sieht scheiße billig aus. Wer bist du und was ist mit dem Dorf passiert? Ich kümmere mich um den Schrein hier. Ja, bei den Göttern. Ich bin eine der wenigen Blacksmiths, die hier noch nicht in die Höhle gezogen wurden von den Monstern. Gott, mein Englisch ist mein deutscher Übersetzungsskill ist heute nicht gut. Was? Ich dachte, die Monster wurden schon vor Jahren vernichtet. Na, sie nehmen doch aber überall Villagers, Dorfbewohner mit. Wir mussten uns die letzten paar Tage in unseren Häusern verstecken und auf Verstärkung warten, aber niemand ist gekommen. Wenn wir doch nur einen weiteren Helden hätten. Jemand Jungen, jemand Frischen, jemand Mutigen. Und der auch noch nah zum Dorf ist. Weil ich bin nicht, Ich denke, ich kann helfen. Yeah! Dann hilfst du jetzt, dann rettest du einfach jeden. Besiegst die Monster und bringst sie zurück, sodass unser Dorf wieder in glorreichen Glanz erstrahlen kann. Ich werde mein Bestes tun. Großartig. Ich verlasse dich dann mal, und wenn du irgendwas brauchst, red einfach mit mir. Ich kann dir Amulette geben und du spendest einfach was für den Schrein. Oh. Und in der Höhle findest du wahrscheinlich jede Menge sinnvolle Waffen und anderes Zeug. Denn da gab es so ein Camp und die Leute haben versucht, die gekidnappten Dorfbewohner zurückzubekommen. Blöderweise war das Letzte, was ich von ihnen gehört habe, etwas, das verschwunden ist. Wenn auch immer sie an einem Ort zu lange blieben. Naja, vermutlich hat sie das jetzt einfach besiegt. Wie auch immer, geh zur Höhle. Wann auch immer du soweit bist. Ich bin am Schrein, cleaning my... Amulets, of course. Genau, dafür sind nämlich ja auch die Spenden da. Nicht für die wunderschönen handgemachten Taschen. Nope, nur für die Amulette. Tschö. Ich werde in der Höhle sterben, oder? Okay. Wir laufen mit WASD und machen alles mit den anderen Tassen. Okay. Ups. Smithy. Spreche ich ihn an? Hm. Ich habe kein Geld mehr. Ja. Dann gehen wir mal in die Höhle.
kann immer noch nicht angreifen. Hä, aber wie greife ich denn an? Auf J macht er irgendwie nicht. Choose a new weapon. Football. Okay. Und dann muss ich wieder einsammeln. Ach du Schreck. Okay, ich werfe einfach Sachen, die ich finde. Das scheint schon irgendwie zu funktionieren. Brauche eine neue Waffe. Das sind keine Waffen. Doch, ha. So. Und dann werfe ich meine Bratpfanne. Sehr gut. Und weitere Bratpfannen. Das haben die nämlich davon. Wer sich mit mir anlegt, kriegt meine Bratpfanne zu spüren. Oh. Oder meinen Ball, den ich dann in die falsche Richtung werfe. Hab ich schon mal gesagt, dass ich übelst gut im Zielen bin? Das greift mich an, das erklärt es. Okay. Bratpfanne. Oh, nicht getroffen. Ist das eine Waffe? Nee. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das nicht. So. Game saved. Gut, dass ich Spiel gespielt. Ich habe gewonnen. Yay! Return to Village. Okay, ich habe das Tutorial besiegt. Gemeistert natürlich. Und jetzt? Nee, das brauche ich nicht. Oder kann ich doch vielleicht? Wartet mal. Nee, das kostet alles zu viel. Nee, da liegen ja Waffen rum. So, dann gehen wir halt nochmal in die Höhle zurück. Und haben hier ein anderes Dings. Das machen wir doch gleich mal. Ich fand den Football eigentlich ziemlich cool. Ich habe auch irgendwas getroffen. Was mache ich eigentlich, wenn die mich mal richtig angreifen, die Gegner? Dann bin ich übelst am... Naja. Was denn das? Das greift mich an. Geh weg. Das ist sogar explodiert. Ach du Schreck, was denn das? Oh, ich habe einen Hammer. Und Hammer verschwendet. Hier ist noch so ein Hammer. Aha, ich habe einen Hammer. Und noch einen. So. Damit habt ihr nicht gerechnet, ne? So nicht.
Und jetzt habe ich irgendein Stachelding. So. Stacheldings ist ja cool. So. Ich habe das Gefühl zu sterben. Aber das kennen wir ja schon. Warum gibt es hier keine Waffen? Waffen? Und wieso ist das wieder da? Was ist denn das? Nee, ich will hier das hier. Geh weg. Ich hab eine Bratpfanne. Oh. Und ich bin gestorben. Okay. Ich hab mir Mühe gegeben. Das probieren wir aber gleich nochmal. Bin da ja nicht so. So, und wir sollen 4 Kartoffeln retten. Wo sind sie denn jetzt? Bleib einfach hier beim Pfannenland, das scheint ja ganz gut zu laufen. Nur, dass ich jetzt keine Pfannen mehr habe. Na? Pfannen. Oh, ich kann die da doppelt angreifen. Cool. Hi. Nicht getroffen. Hört ihr mal auf? So, ich habe eine Kartoffel gerettet, die hat mich dann auch geheilt. Das Zielen muss ich echt noch ein bisschen üben. Pfanne. So, Pfanne geholt. Lass mich doch mal in Ruhe. Auch Leute, die arbeiten hier. So, ab jetzt. Da ist hier der große Spacko schon wieder. Und ich bin schon wieder tot. Okay. Bin ich wenigstens weitergekommen? Na, ich habe immerhin die eine Kartoffel gerettet. Und Essen bekommen. Hat das gezählt, dass ich die Kartoffel gerettet habe? Bestimmt nicht. So. Wir probieren es einfach nochmal. Und wenn ich dann wieder sterbe, dann ist das halt so. Man kann die auch werfen. Wie cool. Ich habe nicht getroffen. Aber jetzt. Haha. Kartoffel reicht nicht. Wieso nicht? Aber ich habe doch hier schon super viele Sachen eingesammelt. Dann eben so.
ich habe dich getroffen. Oh nein, und jetzt ist gleich dieser andere Spacko am Start. Geh weg. Geh weg. Komm hier, komm mit. So ist cool. Schön über dir. Die Viecher drüber laufen. Komm, wie lang? Ach, ich kann den gar nicht besiegen. Okay, das ist nicht cool. Okay, warum kann ich ihn dann nicht angreifen? Das ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Das ist komisch. Aber gut, das soll's für euch als Einblick in Holy Potatoes I'm a Hero gewesen sein. Das mit dem Endgegner habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber bisher ist es ziemlich cool, es macht doch ein bisschen Spaß. Ich denke aber, dass es eher so ein Mit-70er-Titel wird, wenn es denn dann mal erscheint. Das ist gerade noch, wie gesagt, bei den Daylight Studios in der Entwicklung. Merkt man auch noch dem Titel deutlich an. Ich hoffe, dass die Steuerung noch ein bisschen besser wird oder man dann doch mit dem Controller auch steuern kann. Bisher habe ich nur die Tastatur vom Laptop vor mir und ich bin gespannt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ciao!